Ja. Das ist Motorstorm Apocalypse. Und wir machen weiter. Erstmal mit einem Online-Kampf und danach machen wir mit der Geschichte weiter. Ich weiß nicht, was das ist, so ein Online-Kampf. Ich habe das noch nie gemacht. Aber das ist ja kein Grund, es nicht zu machen, oder? Einfach Spiel. Spiele einen einfachen One-on-One-Kampf. Region. Alle. Runden. Alle. Plattform des Gegners. Alle. Suche nach Gegnern. Wahrscheinlich werde ich da jetzt restlos fertig gemacht. Das habe ich so im Gefühl. Weil ich kann das Spiel nicht. Ah, wen nehmen wir denn? Ich nehme die. So ziehen wir sie an, okay. Ja, das ist unsere Stage. Und ich kacke jetzt ab. Da bin ich mir so 100% sicher, ganz ehrlich. Also, wenn ich jetzt gewinne, dann lache ich den Gegner aus. Weil. Okay. Okay. Scheiße. Boah, ey. Scheiße, schon wieder K.O. Ah, sie hat gewonnen. Schade. Was gibt's denn hier noch so? Erneut kämpfen. Ich versuch's nochmal, obwohl ich weiß, dass ich verliere, und dann machen wir endlich mit der Story weiter. Weil ich kann das nicht gewinnen, die ist einfach. Die kann das spielen im Gegensatz zu mir. Bam! Und da bin ich. Okay, ich bin schon wieder K.O. gegangen, aber. Boah. Ich bin schon wieder K.O. Oh Mann. Die ist einfach ein bisschen zu gut für mich, würde ich sagen. Was gibt's denn hier eigentlich noch so? Kann man hier irgendwie sagen, ich will hier raus? Okay, also. Ich würde sagen, wir machen doch lieber einfach mal mit der Geschichte weiter. Ja, weil, ja, ich glaube, da werde ich dann doch noch zu sehr fertig gemacht. Aber ich glaube, wenn ich besser geworden bin, dann bin ich besser geworden und kann auch ein paar Leute.
Etwas Kokoro. Okay. Das große Dead or Alive Turnier. Oha. What the hell are you thinking? You're gonna get yourself killed. Wait, Kokoro. Kokoro, is that you? What are you doing? Oh yeah. Und weiter geht's mit dem nächsten Kampf. Blockiere und wirke, dann drücke X, um einen Standardwurf auszuführen. Und die ist, glaube ich, K.O. gegangen. Ah, da hinten auf dem TV ist wieder unser komischer Schrauberflieger. Okay. Also ich habe schon das Gefühl, das Spiel versucht kläglich so eine Art Story hier einzubauen, aber man merkt, es ist einfach nur ein Kampfspiel. Kyoto, einige Tage später. Ah ja. Yan Li. Blockiere, hieb und wirf zweimal. Führe mit X einen Kauerwurf aus. Huch. Mann, der macht mich hier fertig. Das ist doch. Was ist das denn für ein Arschloch, Mann? Ich finde den blöd. Der hat gegen mich gewonnen. Nochmal. Oh! Hallo? Okay, der ist wohl K.O. gegangen. Sie ist ja fies. Am nächsten Tag.
Interessantes Outfit. Ah ja. Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Akira. Der hat irgendwie ein Problem. Kann das sein? Der hat irgendwelche Probleme hier irgendwie. Oh Mann. Ja, machen wir ihn fertig. Lass uns beginnen. Verwende meinen Griff gegen mittlere Schläge auszuführen. Was? Ich bin K.O.? Oh ne. Mann, das sah doch eigentlich ganz gut aus. Oh Mann. Nochmal versuchen. Weil der war eigentlich gar nicht so schwer. Okay, der ist K.O. Sowas von K.O. That was my body, Chuan. What'd you think of it? 10 years, huh? Ah, du hast Akira als spielbaren Charakter freigeschaltet. Okay, du hast einen neuen Titel, Maiko. Sie haben eine Trophäe verdient, Akira Yuki. Du hast einen neuen Titel. Komm in 10 Jahren wieder. Du hast das neue Kapitel Mila freigeschaltet. Ist ja einiges passiert. So. Ja. X, okay. Ja. Ich würde sagen, hier machen wir kurz mal Schluss und machen im nächsten Let's Play an dieser Stelle weiter. Habt noch viel Spaß mit dem heutigen Tag oder auch mit dem morgigen Tag. Ist mir völlig egal. Auf Wiedersehen.